So, moin und herzlich willkommen zu einem endlich mal wieder Video von Henritech Modellbau. Ich möchte heute ein kurzes Video drehen zum Thema Dekals aufbringen. Fragen immer wieder Leute, wie macht ihr das? Oder ich kriege das nicht so richtig hin? Oder was brauche ich, um die zu verarbeiten? Und da wollte ich mal an einem Beispiel zeigen, wie ich das mache. Das heißt nicht unbedingt, dass das alle Kollegen so machen, wie ich das mache. Denn wie bei so vielen Dingen ist das so, viele Wege führen nach Rom und auch zum Erfolg. Und jeder muss sich da so seinen eigenen Weg finden. Aber ja, wie gesagt, ich zeige es mal so, wie ich es mache. Hier seht ihr mal im Bild so einen Bogen, wie ich jetzt bekommen habe. In dem Fall Süderelbe, also heute TST Harburg. Aber wir haben jetzt noch solche Auflieger im Bestand. Und ich habe momentan vor, unter anderem zwei Coil-Auflieger zu machen, vier Achser und mindestens einen Dreiachser habe ich angefangen und habe mir die machen lassen. Das ist also keine fertig gekauften von einer großen Firma. Da gibt es ja unsere Werbung gar nicht, sondern die sind praktisch individuell nach Vorlagen und Fotos angefertigt und kommen dann eng auf so einen Bogen. In dem Fall ist das Digitaldruck. Zu Dekals gibt es auch noch zu sagen, dass es verschiedene Druckverfahren natürlich inzwischen gibt, verschiedene Papiersorten, die dafür verwendet werden, und die verhalten sich auch unterschiedlich. Oder die müssen auch meiner Meinung nach teilweise unterschiedlich verarbeitet werden. Die fertigen Bögen, die man so kaufen kann von den Herstellern, so mit fertigen Dekors von großen Speditionen oder von Details für Volvo, MAN, was auch immer, Scania, die werden auch schon jahrelang eigentlich digital gedruckt. Und hier diese Geschichten jetzt auch, die letzten Jahre. Die vertragen sich aber teilweise zum Beispiel nicht, habe ich festgestellt, mit sowas hier. Den Namen halte ich jetzt mal bewusst nicht in die Kamera. Das ist so eine Art Weichmacher, Softer für Dekals, damit die sich besser in irgendwelche Kavitäten auf dem Modell, so wie Türspalte und solche Dinge reinlegen. Das geht bei einigen Sachen sehr gut. Es gibt aber auch Dekals, auch die ich jetzt hier gerade verarbeite, die mögen das Zeug nicht so gerne haben. Da habe ich zum Beispiel Farbveränderungen bei Gelb, dass die Farbe sich dann ändert. Weiß ich nicht. Also ich arbeite jetzt momentan bei diesem Satz hier, den ich mir mal machen lassen, arbeite ich meistens ohne Weichmacher oder benutze den nur mal ganz sparsam an der Kante oder so. Aber ich werde jetzt mal versuchen, euch ein Beispiel zu zeigen, wie man ohne Weichmacher arbeitet. Ja, so sieht so ein kompletter Bogen aus. Das ist jetzt schon mal hier eine Seite bei einem Auflieger aufgebracht. Natürlich muss das Maß passen. Die sind etwas flexibel, auch beim Aufbringen. Man kann die vielleicht noch ein bisschen hochziehen, auseinanderziehen, zusammenschieben. Aber idealerweise sollte es natürlich schon genau passen. Das heißt, ich muss vorher mal messen, ausschneiden, vielleicht auch ein Stück wegschneiden vom Motiv, was mir nachher sonst im Weg wäre, bis das Ganze passt. Ich habe jetzt eine Vorbereitung gemacht. Das ist jetzt hier meine Vorbereitung. Das wird also, wie gesagt, ein Vierachser-Coil-Auflieger. Und ich habe mir jetzt schon Folgendes vorbereitet. Ich habe hier diese vom Hersteller schon aufgedruckten Gardinenplanverschlüsse wieder weggemacht. Warum? Weil ich habe sie A auf meinem Dekal drauf mit Schwarz und Silber, also die Schnalle Silber und der Gurt Schwarz. Hier von Herpa sind sie nur aufgedruckt in Schwarz und auch etwas länger. Das, was ich jetzt hier nachahmen will, ist ein Auflieger, der ist ähnlich dem Vorbild von Firma Schmitz. Ganz genau sind es bei uns Kotschenreuther-Aufbauten, also ein ganz kleiner Hersteller. Aber das kommt eher von der Herpa Grundform mit dem Schmitz hin. Unterschied ist zum Beispiel hier vorne beim Krone-Vorbild, seht ihr hier die Stirnwand. Das ist so eine gepresste Stahlwand, wie so eine Containerwand sieht die aus. Und bei den Coil-Aufliegern haben wir hier vorne eine glatte Wand, wo die Plane hier noch sehr weit runtergezogen ist. Das ist eher das Vorbild, was ich jetzt für unsere Coil-Auflieger machen möchte. Dann gibt es hinten glatte Türen. Da kommt natürlich auch noch ein Dekal drauf. Und ich habe mir jetzt das folgendermaßen vorbereitet. Ich habe mir mit einem Druck- und Lackentferner, mit dem man diese Tampondrucke entfernen kann, habe ich mir die original vom Hersteller aufgedruckten Verschlüsse schon mal entfernt, habe mir die weggemacht. Und den schwarzen Gardinen-Gummistreifen hier oben habe ich jetzt mal drauf gelassen. Das macht nämlich nichts, weil mein Dekal hat ja den auch mit drauf und der wird das praktisch sowieso überdecken. Da brauche ich mir jetzt die Mühe nicht machen, das runterzuholen. Was man vorher wissen muss, ist ganz wichtig, dass man sich ganz von vornherein schon die Grenze setzt. Bis wohin soll mein Dekal gehen?
Hier hinten ist so ein kleiner Rahmen angedeutet, hier wo mein Fingernagel ist. Und das ist im Original, da sind die Türscharniere drin, noch in Wagenfarbe lackiert. Das bleibt also weiß und mein Dekal fängt praktisch da an, wo auch hier die schwarze Linie anfängt und zieht sich dann oben rum, vorne bis um die Ecke rum. Und hier oben ist dann so ein, so eine Extraplane. Die haben wir hier so mal in Silbernach dargestellt. Das ist damit in Fahrtrichtung der Regen und der Wind nicht darunter gehen kann. Das landet dann praktisch genau hier auf der Ecke. Man kann das Dekal zwar nachher verschieben, aber es gibt so einen Punkt, da wird es echt schwierig. Und da möchte ich es eigentlich auch gar nicht mehr verschieben. Deswegen versuche ich von vornherein gleich beim Aufbringen hier hinten zu treffen und das Dekal praktisch von hinten nach vorne drauf zu ziehen, dann die Positionierung zu machen und dann das Ganze ein bisschen mit dem Küchentuch zu trocknen. Und dann sollte es ein paar Stunden liegen bleiben, um wirklich am Modell festzutrocknen. Ich habe das Fahrwerk jetzt mal schon mal drunter gemacht, um ein bisschen mehr Fläche zum Anfassen zu haben. Man kann das Fahrwerk auch rausnehmen. Das ist kein Problem. Eine Vorbereitung, die ich noch gemacht habe, ist folgende. Man kann bei diesen Aufliegern des großen deutschen bekannten Herstellers das Dach abnehmen. Das ist normalerweise ganz schön, wenn man lackieren möchte oder umbauen möchte. Aber für so ein Dekal, was wir jetzt formen, ist das natürlich unangebracht. Weil genau da, wo die Trennlinie hier ist, bringe ich ein Dekal auf. Das geht wirklich von der oberen Kante bis zur unteren. Und wenn das Dach noch locker ist und ihr nehmt das Modell mal in die Hand und ihr kommt dagegen, dann zieht ihr praktisch das Dach unter dem Dekal raus. Und das kann ja nicht gewollt sein. Deswegen gehe ich immer dann vorher dabei mit Sekundenkleber, mache auf diese Lasche hier innen, dass ich keine Klebeflecken habe, hier und da mal einen Punkt Sekundenkleber drauf und klebe das Dach dann praktisch passend im Modell ein. Man muss darauf achten, hinten sind die Ecken im Grunde 90 Grad und vorne sind sie leicht abgerundet. Daran kann man erkennen, was vorne und hinten ist. Und das habe ich mir jetzt hier schon vorbereitet. Also Dach ist schon verklebt. Und das, was entfernt wurde, wurde entfernt. Jetzt habe ich hier ein Wassergefäß. Man kann natürlich auch ein größeres nehmen mit einfachem lauwarmem Wasser. Früher hat man da so Sachen gemacht wie Spülmittel mit rein, irgendwelche Spezialweichmacher, Zauberflüssigkeiten. Keine Ahnung, aber ich bin jetzt wirklich die letzten Jahre so unterwegs, dass ich sage, das ist Wasser und fertig. Nichts Besonderes, nicht geweiht, nicht entkalkt, gar nichts. Ganz normales Wasser aus dem Wasserhahn, vielleicht idealerweise nicht eiskalt. So, da bade ich jetzt einmal mein Dekal drin und dann lege ich mir das hier hin zum Durchsumpfen. Und was ich noch mache in dem Fall bei so einer großen Fläche, ich mache mir jetzt ein bisschen Feuchtigkeit hier mit dem Finger auf mein Modell. Aber wir brauchen zum Positionieren einen ganz leichten Feuchtigkeitsfilm zwischen dem Dekal und dem Modell. Ansonsten sitzt das gleich so fest, dass das schwierig wird. So, da habe ich mir ein bisschen was aufgetropft. Das verteilt sich dann. Dann halte ich bereit zum Absaugen des Wassers ganz normale Küchenrolle. Und in dem Fall normale Küchenrolle hier, bereite mir da so ein Blatt vor, leg mir das hin. So, jetzt hat so ein Dekal verschiedene Sumpfzeiten, die ich jetzt hier habe, die sind theoretisch nach 10 Sekunden so weit, dass ich es hier runterziehen kann. Es gibt andere oder ältere oder andere Produktionen, da muss man auch mal eine Minute oder länger warten. Aber jetzt sollte das eigentlich funktionieren. So, jetzt fange ich an, das Dekal in die Hand zu nehmen. Und da ich ja von hinten anfangen möchte, ziehe ich jetzt das Dekal ein kleines Stück vom Trägerfilm runter. Nicht zu weit, weil das Dekal sich sonst durch die Kapillarkräfte hinten so einmal umschlägt. Und dann habt ihr ein Problem. So, jetzt setze ich das Ganze hier an und versuche von Anfang an meine richtige Position zu finden. Das Ganze wirft dann auch ein bisschen Falten. Da muss man halt nach einer Zeit ein Gefühl für entwickeln. Wie gesagt, andere Kollegen, die gucken sich jetzt vielleicht das Video an und sagen sich, oh Mann, Gott, was macht der denn da? Ich mache das ja ganz anders. Ja, das kann sein, das glaube ich euch. Aber das ist das, was bei mir bis jetzt meistens funktioniert. So, jetzt liegt das hier praktisch drauf. Muss nicht unbedingt ganz gerade sein. Und jetzt habe ich noch Chance, hier ein bisschen zu verschieben und hin und her zu schieben, bis das Ganze richtig sitzt. Jetzt habe ich natürlich hier eine schöne Orientierungskante, einmal am Dach
und einmal unten. Wenn die Verschlüsse mal so einen halben Meter zu lang sind, halben Millimeter zu lang sind, unten ist auch nicht so weiter wild, weil die schlagen sich nachher unten ums Modell unten drum. Und das kriegt man auf jeden Fall dann kaschiert. So, hier bilden sich jetzt richtig Falten. Und man muss natürlich aufpassen, dass man das Ganze richtig positioniert. Mein Vorgehen wäre jetzt, wenn es hinten richtig sitzt, sauge ich hinten zuerst das Wasser ab. Halte einmal so das Tuch drauf und gucke dann, dass ich die dünnen Falten rausgearbeitet bekomme mit dem Finger. Und dann ziehe ich langsam mit dem Tuch nach vorne durch, um die Feuchtigkeit da rauszuholen. Das Wasser muss jetzt praktisch zu den Rändern rausgearbeitet werden. Und dann sollte die Struktur der Plane, wo die Plangurte drin angedeutet sind, wieder durchkommen. So, jetzt habe ich hinten noch so ein paar Falten. Die massiere ich jetzt nach hinten raus. Und das Wasser, was da rauskommt, wird dann vom Tuch aufgesaugt. So. Süderelbe Mackprang-Gruppe. Zu der Mackprang-Gruppe gehört ja auch die TST Unispeed in Hamburg. Die haben auch noch eigene Auflieger laufen mit Unispeed-Beschriftung und Kakao-Beschriftung. Ich glaube, da möchte ich auch noch mal ein oder zwei von machen demnächst. Inzwischen zieht da auch eine TST-Zugmaschine in hellblau. Die sieht genau aus wie unsere Wormser-Autos. Scania CR20 haben die, glaube ich. Da könnte man auch mal so ein Unispeed-Auto bauen. Die haben silberne Plane. So, jetzt ist mir hier vorne, wandert so leicht nach oben aus. Aber jetzt habe ich auch schon so viel Feuchtigkeit rausgezogen. Wenn ich da jetzt nochmal drunter wollte, müsste ich wirklich mit dem Skalpell, mit der Skalpellklinge mit Wasser dabei gehen. So, jetzt drücke ich hier die Ecke an, damit die sich richtig einarbeitet. Und über die Jahre habe ich halt gemerkt, viel hilft viel, ist nicht der richtige Ansatz. Wenn man zu lange an so einem Dekal rummacht und zu oft versucht, das nochmal zu verschieben, kann man oft mehr versauen, als man dann besser macht. Also die Falten sollten raus sein, ja. Aber irgendwann ist es dann auch mal gut. So, drücke ich hier nochmal das Papier an. Ähnlich verfährt man auch mit dem Heck. Das mache ich auch in einem Stück. So. Jetzt halte ich das mal in die Kamera. Also man sieht, das Dekal ist drauf. Und jetzt heißt es auch eigentlich weglegen, in Ruhe lassen und trocknen lassen das Ganze. Was ich später noch mache, ist wahrscheinlich in dem Fall sogar mit einer Sprühdose mit einem matten Klarlack da einmal rüber zu gehen. A, fixiert das Modell, das Dekal an den Kanten sehr schön am Modell, und B, bekomme ich auch so ein schön mattes Finish, weil so eine Plane, wenn die auch nicht gerade nagelneu ist, die ist natürlich nicht immer total sauber, gerade eine weiße nicht, nimmt über Jahre den Dreck an von der Straße und da hat man oft keinen Glanz, ne? Außer es regnet. Und ja, das war es erstmal hierzu. Das muss jetzt trocknen. Und wenn das getrocknet ist, dann würde ich erst die andere Seite anfangen, damit ich da nicht aus Versehen mit dem Finger irgendwo dran komme und wieder was versaue. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Wer Lust hat, abonniert das Video, gebt mir einen Daumen hoch, macht die Glocke an. Da kommt noch mehr. Bis dann. Tschüss.